Caro Schütz hilft Menschen in Not. Ehrenamtlich. Als Ärztin bei der Bergwacht. Gutes Bild? Ist dir kalt? Du, ich würde dir gerade noch einmal in die Äuglein leuchten. Ja? Doch jetzt tritt sie ihre erste Stelle im Krankenhaus an. Ich bin gespannt, wie es dann ist, wenn ich wirklich ganz alleine im OP stehe. Das wird dann bestimmt noch mal anstrengender. Gelingt es ihr, bei der Bergwacht einen Nachfolger zu finden? Oder kann sie beides bewältigen? Ehrenamt und Klinikalltag. Skiunfall am Feldberg. So, jetzt muss ein bisschen schnell gehen. Im Notruf ist von einer schweren Verletzung die Rede. Ein Fall für den Hubschrauber? Also wie sich das jetzt anhört, mit Sicherheit, ja. Aber bei dem Wetter kann man das vergessen. Der Nebel ist zu dicht. Die Ärztin muss ohne Helikopter zurechtkommen. Naja, man ist natürlich ein bisschen aufgeregt und das ist jetzt auch, naja, der erste, sagen wir mal, etwas schwerere Einsatz diesen Winter. Da denkt man natürlich schon nach, habe ich alles dabei, bin ich konzentriert, bin ich voll da. Wir haben jetzt hier ungefähr minus 5 Grad, starken Wind. Da friert man schnell und da holen sich die Patienten, gerade wenn sie sich nicht mehr richtig bewegen können, auch sehr schnell eine Unterkühlung. Das darf man gar nicht unterschätzen und deswegen versuchen wir, unabhängig davon, wie schwer der Patient verletzt ist, den möglichst schnell zu retten. Die Bergwacht schickt gleichzeitig weitere Helfer mit dem Motorschlitten zur Unfallstelle. Über Funk kam die Meldung, ein Skifahrer ist mit hoher Geschwindigkeit gegen ein Schild geprallt. So ein Sturz kann tragisch enden. Ah, da unten sind sie. Schon gesehen? Der Patient liegt mitten auf der Piste. Eine gefährliche Situation. Der Rettungsassistent vom Skiverband leistet schon erste Hilfe. Hallo. Soll ich mal einen Sauerstoff dichten oder was braucht ihr? Der Skifahrer ist in die Hinweistafeln gerast. Der erste Verdacht, ein Bauchtrauma. Womöglich hat er innere Blutungen. Es gibt gleich Sauerstoff auf die Nase, gell? Dann wird's schon mal besser. Der Mann hat Schmerzen. Okay. Wie stark? Sehr stark? Ja, auf der linken Seite. Außerdem friert er. Selbst den Helfern machen Kälte und Schnee zu schaffen. Mit steifen Fingern legt Caro eine Infusion. Jetzt kann man es festmachen. Der Mann muss schnellstens runter von der Piste. Alle fertig? Eins, zwei, drei. Zum Glück haben schon die Ersthelfer klug reagiert. Mein Freund hat seine Skier weggemacht. Und dann haben wir ihn richtig hingelegt und seinen Kopf gestützt. Später, weil er meinte, ja, das ganze Blut fließt in meinen Kopf, ich weiß nicht, was ich machen soll. Und dann haben wir ihn stabilisiert, ein bisschen mit dem Kopf. Und dann ist schon der Notarzt gekommen. Caro ahnt schon jetzt, der Zustand des Mannes ist ernst. Sie vermutet, dass ein Organ im Bauchraum stark verletzt wurde. Die junge Ärztin transportiert den Verletzten im Rettungsschlitten, dem Akia. Zwei Bergretter müssen den schweren Schlitten gemeinsam ins Tal steuern. Caro hat über Funk erfahren, der RTW, also der Rettungswagen, steht am Fuß der Piste schon bereit. Zum Glück. Denn Caros Diagnose wird sich im Krankenhaus bestätigen. Die Milz des Patienten ist verletzt und muss in einer Notoperation entfernt werden. Mit der Übergabe endet der Einsatz für die Bergretter. Wir haben uns jetzt dafür entschieden, ihn schnell von der Piste runterzubringen, auch wegen der Kälte und auch weil es jetzt einfach ging mit Hilfe vom Patienten. Aber da kommt man schon an seine Grenzen, wenn man dann hin und her überlegt, wie viele Maßnahmen mache ich noch auf der Piste und was verschiebt man runter auf den RTW. Das ist eigentlich immer so die Frage. Was mache ich noch vor Ort und was mache ich erst unten?
Später wird die junge Ärztin erfahren, ihr Patient hat die Operation gut überstanden. Auf ihrer Hütte halten sich die Bergretter für neue Einsätze bereit. Caro nutzt die Zeit, um Bergwachtanwärterin Katharina auszubilden. Also ich habe jetzt hier nochmal unser ganzes Lawinenzeug mitgebracht, so als kleine theoretische Vorbereitung. Wir üben das dann alles nochmal praktisch. Weißt du, was das ist? Ja, eine Lawinensonde, oder? Genau. Okay. Bankkauffrau Katharina will in diesem Winter ihre Abschlussprüfung ablegen. Doch das ist noch ein weiter Weg. Wie funktioniert ein Lawinenpiepser? Dann gibt es zwei Einstellungen. Kannst du mal kurz vielleicht erklären, was es für Einstellungen gibt? Da? Also es gibt einmal senden und suchen, wenn man, also eben wenn jetzt einer verschüttet ist, dass man den anderen Menschen dann finden kann. Nach ihrer Doktorprüfung wird Caro im Frühjahr ihre erste Stelle als Klinikärztin antreten. Für die Bergwacht wird sie dann kaum noch Zeit haben. Ein großer Verlust. Denn es sind nur wenige Mediziner unter den ehrenamtlichen Bergrettern. Ich weiß, dass die sehr gut ausgebildet sind, dass sie auch selber sich gut weiterbilden werden, egal ob ich jetzt dabei bin oder nicht. Trotzdem ist es natürlich schade, gerade wenn man sich dann vorstellt, dass die anderen vielleicht mehr Zeit hier verbringen, mehr Zeit zum Üben haben. Da ist man dann schon ein bisschen traurig auch. Aber noch bleibt Caro ein ganzer Winter, um ihr Wissen weiterzugeben. Der Feldberg im Schwarzwald. Mehr als 2 Millionen Gäste zählt die Region jeden Winter. Die Zahl der Wintersportler nimmt Jahr für Jahr zu. Und wenn so reichlich Schnee fällt, ist die Bergwacht in höchster Alarmbereitschaft. Adrian Probst und die anderen Bergretter sorgen dafür, dass die Einsatzfahrzeuge freie Bahn haben. Ich habe heute Morgen mal auf den Parkplatz schon geschaut, da kommen viele Autos hoch. Also die Leute sind richtig heiß heute und dementsprechend erwarten wir auch heute recht viel Arbeit dann auch für die Bergwacht. Die Bergretter sind für jeden Notfall gewappnet. Sogar für Lawinen. Hi. Yoshi. Der Lawinenhund Yoshi und sein Herrchen Johannes Hepting beziehen Quartier auf der Bergwacht. Von hier aus kann der ausgebildete Suchhund noch schneller bei Verschütteten sein. Besonders Caro ist froh, dass der Rettungshund jetzt an ihrer Seite ist. Wenige Tage vor Yoshis Einzug sind am Feldberg mehrere Lawinen abgegangen. 2 Skitourengeher kamen in den Schneemassen ums Leben. Auch Johannes, Yoshi und Caro waren auf dem Lawinenfeld im Einsatz. Die junge Ärztin versuchte, eine verschüttete Frau wiederzubeleben. Vergeblich. Würstchen für den Hund. Oh, das ist schön, wenn man gekrault wird. Wie lange seid ihr da? Also wenn die Lage jetzt so ist, denke ich, also die Woche schon. Weil also morgen hat es ein 100er Wind oben und einen halben Meter Neuschnee und dann müssen wir einfach da sein. Die Bergretter wissen, viele unterschätzen die Lawinengefahr im Mittelgebirge. Bergwacht Feldberg, Probst. Jawohl, okay. Nimmst du Funk? Ja. Hab ich schon. Der nächste Einsatz für die Bergärztin. Ein Snowboarder ist auf einer Buckelpiste gestürzt. Beim Springen über die Schneerampen hat der junge Mann die Balance verloren und ist mit dem Rücken auf die steinharte Piste gefallen. Spürst du das? Tut das weh? Ja, also hier nur rechts. Das Bein? Gut, kräftig drücken. Gut, alles klar. Und es fühlt sich auf beiden Seiten gleich an. Der Verletzte klagt über starke Rückenschmerzen. 4 Bergretter kümmern sich nun um ihn. Caro verabreicht ein Schmerzmittel.
Die Ärztin fürchtet, dass die Wirbelsäule gebrochen ist. Sie fordert einen Rettungshubschrauber an. Der Rücken muss schleunigst geröntgt werden. Ja? Deswegen darfst du dich jetzt im Moment auch nicht bewegen. Bei uns kam die Info an, dass er neurologische Ausfälle hat. Das heißt, dass er irgendwie ein Kribbeln in den Füßen spürt oder die Füße nicht mehr bewegen kann. Deswegen haben wir uns ein bisschen beeilt, weil das sind immer so Zeichen, dass es schon was Heftigeres sein kann. Jetzt alle runter von der Piste. Gleich landet der Helikopter. Stopp! Zurück! Weg da! Weg! Fliesenleger Patrick weist den Hubschrauber ein. Landung mitten auf der Skipiste. Etwas Sinnvolles tun. Menschen in Not helfen. Für die Bergretter liegt darin der Reiz ihrer ehrenamtlichen Arbeit. Okay. Übergabe an den Notarzt. Hi, Caro von der Bergwacht. Das ist der Tobi, 21 Jahre alt, ist da über die Schanze gestürzt und dann mit dem Rücken voran auf den Boden gekracht. Bis der Helikopter starten kann, wird es noch ein paar Minuten dauern. Eine gefährliche Situation, auch für die nachrückenden Skifahrer. Viele können kaum bremsen. Sie sind verwirrt durch den Helikopter auf der Piste. Wenn dann Flugwetter ist und es zulässt, dann ist es mit einem Helikopter sehr viel einfacher für uns, weil der direkt auf der Piste hier landen konnte. Ansonsten hätten wir den Patienten runter zur Straße transportieren müssen. Ein Straßenbund, der Notarzt hätte ihn übernehmen müssen, den Rettungswagen. Das hätte einfach alles viel länger gedauert. Da spielt der Faktor Zeit eine riesengroße Rolle. Der Helikopter bringt den Verunglückten nach Villingen ins Krankenhaus. Nur 35 Minuten sind seit dem Notruf vergangen. Zurück auf der Bergwacht. Caro nutzt jede freie Minute zum Lernen. Sie schreibt an ihrer Doktorarbeit, die bald fertig werden muss. Schon im April beginnt ihr Klinikalltag. Aber deshalb bei der Bergwacht kürzer treten? Das kann sich Caro im Moment noch gar nicht vorstellen. Da jetzt ein bisschen loszulassen, fällt natürlich schwer. Wer es mir da sehr einfach macht, sind die Kollegen, die jetzt hier noch mehr Zeit haben, weil die sehr fit sind und weil ich denen total vertraue, dass die mich dann auch gut vertreten können. Trotzdem ist es natürlich auch ein bisschen schade, wenn man so viel Zeit investiert hat, wenn man dann weiß, okay, das ist jetzt irgendwie begrenzt. Caro hofft, dass engagierte Bergretter in ihre Fußstapfen treten werden. Doch nur wenige opfern ihre Freizeit fürs Ehrenamt. Skiübung mit Bergwacht-Anwärterin Katharina. Okay, Katharina, als nächstes machen wir eine 180-Grad-Drehung in Form von einer Spitzkehre. Ja? Weißt du, wie es geht? Ja. Dann kannst du mir mal eine vormachen. Okay. Bei der bevorstehenden Bergwachtprüfung in wenigen Tagen muss die 23-jährige Bankkauffrau ihr Können auf Skiern unter Beweis stellen. Caro zeigt ihr hier noch einmal, wie eine Spitzkehre am Steilhang funktioniert. Okay, Katharina, jetzt kommt das freie Fahren. Das machen wir jetzt einfach eine Viertelstunde lang. Okay? Ja. Mindestens. Gut, dann ich fahre einfach hinter dir her, okay? Die Bergretter müssen in jedem Gelände schnell zu ihren Patienten finden. Auch Katharina muss eine perfekte Skitechnik beherrschen. Caro hofft, dass Katharina die Prüfung bald schaffen wird. Sie ist zwar keine Ärztin wie Caro, aber das gilt für die meisten Bergretter. Erste Hilfe und Notfallversorgung lernen sie alle in speziellen Fortbildungen. Super, Katharina, wie nicht anders zu erwarten. Trotz schlechtem Wetter ist echt gut gemacht, war gar kein Problem. Super, sehr gut. Danke. Cool, dann kann ich ja loslegen. Ja, auf jeden Fall. Gehen wir erst mal rein.
Anruf im Krankenhaus von Villingen. Ja, guten Tag, Schütz hier von der Bergwacht. Mhm. Wie geht es Ihrem Patienten, der mit dem Hubschrauber eingeliefert wurde? Caro erfährt, sein Rücken war zwar mehrfach gebrochen, aber die Operation verlief gut. Er wird schon bald wieder gehen können. Am nächsten Morgen. Ausschlafen oder einkaufen mit Freundinnen, das kommt bei Caro selten vor. Aber sie liebt es zu backen. Heute für eine Spendenaktion der Bergwacht. Was sonst? Caros Schwester Charlotte und ihre Mutter Annette helfen gerne. Doch Caros Mutter fürchtet, dass sich ihre Tochter zu viel zumutet. Ja. Und wie ist es dann, wenn du anfängst zu arbeiten? Schlecht, vermutlich. Wie machst du das dann eigentlich bergwachttechnisch? Dann hast du nur noch Arbeit und Bergwacht. Ja. Nein, aber dann kann ich halt unter der Woche halt nicht mehr viel machen, aber am Wochenende geht ja immer noch. Hoffe ich jetzt mal. Ich denke oft, Mädele, jetzt kommst du an deine Grenzen. Natürlich muss sie die Erfahrung selber machen. Man kann sie da letztendlich nur begleiten und stützen. Aber durch Leben und durch Fühlen muss sie das dann schon selber. Und da ist es so ein bisschen auf der Suche, würde ich mal sagen, was da so ein guter Weg ist, der noch gut verkraftbar ist. Wie viel hält Caro aus? Gleich nach dem schweren Lawineneinsatz mussten die Bergretter noch im Wald nach Vermissten suchen. Mitten in der Nacht. Du, Caro, die Jungs und Mädels, die da letztes Wochenende nachts einen Einsatz hatten, die mussten am nächsten Tag wieder bei der Arbeit stehen. Ja, es ist dann ein anstrengender Arbeitstag nach einer halben Nachtsuchaktion. Man kriegt ja nicht frei. Also, nö, halt dann, können ja nicht die Arbeitgeber also, ausbaden. Ne? Ich meine, bei dir hat es ja auch gepiepst. Vorher hast du gewusst, dass du jetzt nicht gebraucht wirst. Und da war ich jetzt schon etwas müde von den Einsätzen vorher. Da kann man dann auch mal sagen, es geht jetzt halt nicht. Was soll das, wenn ich da völlig übermüdet und geschwächt in den Einsatz gehe? Geht halt nicht immer. Ein Geständnis, das Caro vermutlich nicht leicht fällt. Wie will sie die Doppelbelastung meistern? Ehrenamt und Klinikalltag. Sie mutet sich schon sehr viel zu. Teilweise merkt man es dann auch, wenn sie einfach abends früher ins Bett geht oder einfach platt ist, fertig ist. Vielleicht manchmal ein bisschen zu viel, aber sie ist mit vollem Herzen dabei. Also ich glaube, das ist genau ihr Ding. Deswegen empfindet sie das, glaube ich, auch nicht als so eine Belastung, sondern einfach, es ist einfach ihr Ding, ja. Die körperlichen Belastungen, denke ich, die steckt sie ganz gut weg. Sie ist fit. Bei mir wird es dann eng in der Vorstellung, wenn ich mir vorstelle, dass sie sich eventuell in Gefahr begibt. Jetzt eben gerade vor 2 Wochen an diesen Lawinenwochenenden, da musste ich dann schon ein paar Mal schlucken und habe mir überlegt, du lieber Himmel, wenn da den Helfern dann auch noch was passiert. Der Lawineneinsatz, bei dem 2 Menschen ums Leben kamen, beschäftigt Caro noch immer. Darüber sprechen möchte die junge Ärztin heute noch nicht. Prüfungstag für Katharina. Mehr als 30 Bergwachtanwärter aus dem ganzen Schwarzwald sind da. Katharina und ihre Freundin Sabrina sind ein Team. Die Lawinenabschlussübung. Kurz vor halb, pünktlich, geht's los. Viel Spaß jetzt. Ich bin schon ziemlich nervös. Also jetzt zieht's an, ja. Die Prüfungsaufgabe? Einen Verletzten von der Piste bergen. Caro protokolliert den Ablauf. Dank ihrer Erfahrung ist sie seit Jahren auch Ausbilderin und Prüferin. Eine Kameradin übernimmt die Rolle der Verletzten. Der Akia, der Rettungsschlitten, darf nicht wegrutschen. Katharina legt einen Ski davor. Der Prüfling fällt durch, wenn sein Handeln den Patienten oder das Umfeld gefährdet. Das passiert ungefähr bei jeder 3. Prüfung. Ja, ich bin allein. Für jeden Handgriff bekommen die jungen Frauen eine Note. Die Prüfer notieren jede Kleinigkeit. Plötzlich greift Caro selbst zur Haltestange des Akias. Ein schlechtes Zeichen? Läuft hier etwas schief? Zurück im Tal hakt Prüfer Mirko Friedrich noch einmal nach.
Also eigentlich ist es immer eine blöde Frage, so wie fandst du die Prüfung selber? Aber uns sind also ein paar Kleinigkeiten aufgefallen. Sichern, erst die Unfallstelle und was sichert man dann? Dann den Ack, ja. Genau. Aber wir haben ja Ski drunter gelegt. Ja, sie lagen nicht drunter. Die Prüfer sind streng. Der Ski lag vor dem Rettungsschlitten. Katharina hätte ihn aber wie einen Bremsklotz darunter klemmen müssen. Sie haben halt leider den Fehler gemacht, dass sie den Akja lange Zeit lang völlig ungesichert im Schnee stehen gelassen haben. Und auch, dass sie, als sie die Patientin eingeladen haben, also wenn ich mich da nicht hingestellt hätte, um den Akja zu sichern, dann wäre dieser Akja einfach nicht gesichert gewesen. Und das sind halt für uns so Sachen, die sind einfach gefährlich für den Patienten. Wie wird Caro als Prüferin Katharinas Fehler bewerten? Das Dilemma: Ohne bestandene Prüfung kann Katharina auch keine größere Verantwortung bei der Bergwacht übernehmen und Caro entlasten. Okay, jetzt haben wir Ergebnisse da. Also, ihr habt beide viele Sachen sehr gut gemacht, zum Beispiel Reanimation habt ihr mit Doppelplus. Das war ja gut bei der Prüfung, du hast ja alles bestanden bis auf die Pistenrettung. Das war halt einfach jetzt blöd, weil der Akja nicht gesichert war. Und das war einfach das Sichern vom Akja, was nicht gepasst hat. Caro versucht, sie wegzulächeln. Die schlechte Nachricht: Katharina und Sabrina sind durchgefallen. Ja, das war halt einfach nicht gut genug. Aber ja, jetzt bin ich noch sauer. Aber ich denke, dass ich morgen da ein bisschen einen anderen Blick drauf habe und dass ich das nächstes Jahr halt nochmal machen muss. Das Uniklinikum in Freiburg. Hier ist Caro nun selbst die Anfängerin. Seit wenigen Tagen arbeitet sie als Narkoseärztin in der Anästhesie. Hallo, schön, das ist mein Name von der Anästhesie. Mein Oberarzt, der Dr. Wirth, ist auch dabei. Ja? Die Patientin wird gleich am Ohr operiert. Caro bereitet die Narkose vor. Geben Sie mir gerade mal Ihren Arm. Sie bekommen jetzt da noch eine Nadel, wie beim Blutabnehmen. So, und jetzt gibt es einen Pieks. Der ausbildende Oberarzt beobachtet Caro bei jedem Handgriff und korrigiert die Anfängerin. Sie bekommen jetzt das erste Medikament. Das kann so ein bisschen Trümmelig im Kopf machen. Ja? Das ist schwierig für die, wenn man von oben guckt. Deshalb muss man eigentlich immer so direkt gucken. Das ist halt schwierig. Ja. Jetzt denken Sie noch mal an was ganz Schönes und dann dürfen Sie langsam einschlafen, ja? Klar, es ist viel. Ich fühle mich auch manchmal sehr stark gefordert. Aber ich glaube, das geht allen so. Und das ist auch, wenn man irgendjemanden fragt, sind alle immer sofort hilfsbereit und jeder kommt. Und ja, also von dem her bin ich da sehr froh, dass ich da so eine große Unterstützung im Hintergrund habe, ja. Aber abends bin ich platt. Also da könnte ich um 7 ins Bett liegen. Der Oberarzt testet Caros Fachwissen. 4 Milligramm, weil, warum, wissen Sie das? Ja, weil die nicht relaxiert sein sollen mehr, wenn sie diesen Stapedius-Reflex. Genau. Caro stehen harte Lehrjahre bevor. Die sterile Hightech-Umgebung im Krankenhaus ist etwas völlig anderes als die Notfälle bei der Bergwacht. Nicht ganz einfach, dass sie da an die Ecke kommen. Wenn sie den Mund schön eingestellt haben, dann gucken sie auf den Mund. Doch der Ausbilder, Dr. Steffen Wirth, und Caro haben etwas gemeinsam. Der Oberarzt ist selbst seit Jahren ehrenamtlicher Bergretter. Das verbindet. Ja, man merkt schon, dass die Frau schützt, aber das liegt natürlich nicht nur an der Bergwacht, dass sie so eine fröhliche, anpackende Art hat und die Dinge letztendlich abzuarbeiten. Das ist natürlich schon so, dass man das merkt bei ihr, dass es eine sehr angenehme Art ist, mit Patienten umzugehen, so empathisch auch mit den Patienten umzugehen. Das ist schon sehr, sehr schön, wie sie das macht. Und wie ist es um die Bergwacht bestellt? Schafft Caro auf Dauer wirklich beides? Heute Abend haben wir um 8 Uhr ein Treffen. Ich freue mich schon drauf, mal gespannt, ob ich noch wach bin. Wahrscheinlich brauche ich noch einen Liter Kaffee vorher. Also das wird sich natürlich, ich werde es ein bisschen zurückfahren müssen, das ist ja ganz klar. Wobei man ja am Wochenende schon auch noch Zeit hat. Also ich habe ja nicht jedes Wochenende Dienst und dann werde ich schon auch noch Bergwacht machen, aber dann halt vielleicht schon ein bisschen runtergefahren, ja.
Na, hallo, hallo, Frau Schütz. Wie war die erste Narkose? Ha, anders als sonst. Ja? Ja. Nee, es war super. Es war gut, dass wir es vorher so gut besprochen haben. Was macht die Arbeit bei der Bergwacht? Oh, gut, muss ich jetzt halt fokussieren auf die, sagen wir mal, eher wichtigen Sachen. Kann nicht mehr alle Späße mitmachen. Entscheidend ist, dass Sie hier sozusagen den Grundstock für Ihre Arbeit draußen legen. Das ist absolut entscheidend, ja, weil hier das, was Sie hier lernen, das ist das, was Sie dann draußen im Notfall dann auch anwenden können. Ja. Ja. Caro kann also durchaus auf Verständnis hoffen. Caros freier Tag. Mit den ersten Sonnenstrahlen brechen die Ärztin und ihre Freunde auf. Hinauf zum Gipfel Herzogenhorn. Hier ging die todbringende Lawine ab. Der vergebliche Rettungseinsatz führte Caro an ihre Grenzen. Heute will sie mit ihren Freunden noch einmal über alles reden. Die hilfreichsten Worte waren eigentlich, dass die anderen gesagt haben, sie kommen gut damit klar. Also das war in dem Moment meine größte Sorge, weil ich habe das Ganze ganz gut verkraftet. Und es war mir einfach ein riesengroßes Anliegen, dass es meinem Team auch gut geht. Und jeder, der gesagt hat, ja, es geht gut, das war eine Aufmunterung und das war ein schönes Wort. Ja. Manchmal können mal davor, wo das war. Ja, eigentlich jetzt ist das sicher. Also es war jetzt so lang warm, muss eigentlich schon passen. Dann könntest du eigentlich uns genau mal da zeigen, wo die Patientin zum Schluss lag. Ja, können wir machen. Gerade da außen rum. Lawinengefahr besteht nicht mehr. Doch der Ort ruft bittere Erinnerungen wach. Auf dem Lawinenfeld versuchte Caro fast eine Stunde lang, eine verschüttete Frau zu reanimieren. Ohne Erfolg. Die Lawine ist die jetzt da, an dem Rücken ausgelöst, oder? Hier, da oben, hier ist schon noch die Abrisskante. Da fehlt was. Katharina und die anderen waren bei dem Einsatz nicht vor Ort. Wie sich so eine Situation anfühlt, können sie nur ahnen. Wie hoch war es, Pulverschnee? 50 cm? Sehr hoch, genau. Also der Weg zur Lawine selber, das war noch einigermaßen machbar, aber dann aufs Lawinenfeld drauf, da war es dann wirklich mehr als hüfttief. Und da war es uns schon so ein bisschen mulmig, weil da hing ja das ganze Zeug hing ja noch über uns. Also da haben wir echt gedacht, ein falscher Schritt und ein falscher Laut, dann kracht das auch noch runter. Aber dann sind wir eben von unten angekommen und die Patientin, die lag ja auch mega weit unten. Also eigentlich waren es schlechte Voraussetzungen, weil die Frau, die war schon ziemlich lange Zeit verschüttet, also über eine Stunde Verschüttungszeit, was schon mal ein schlechtes Zeichen ist. Und vor allen Dingen, was noch viel schlechter ist, ist, dass sie gar keine Atemhöhle hatte. Das heißt, der Schnee ist bis Mund und Nase hingegangen. Das heißt, sie hatte gar keinen Platz zum Atmen. Das war schon viel, viel krasser im Ernstfall, oder? Deshalb ist es so wichtig, dass man das nicht übt. Caro ist überzeugt. Auch aus schmerzvollen und gefährlichen Situationen kann sie Stärke ziehen. Wenn man Angst entwickelt, ist es schlecht bei uns im Job. Also Respekt ist vielleicht das richtige Wort. Wenn man den verliert, dann wird es gefährlich. Aber Angst sollte man einfach versuchen, nicht zu haben. Ja. Die Skisaison am Feldberg geht zu Ende. Und die Bergretter haben Grund zu feiern. Katharina konnte ihre Prüfung wiederholen und hat bestanden. So fällt auch Caro das Kürzertreten leichter. Welche Erfahrung bei der Bergwacht wird ihr als Klinikärztin besonders helfen? Es ist der Umgang mit dem Patienten, das Mutigsein, das Ansprechen, das Handling mit dem Patienten, also ohne Scheu auch hinzugehen und auch natürlich das so ein bisschen Praktische. Also man hat ja vielleicht in der Klinik normalerweise anfangs so ein bisschen auch Berührungsängste und da muss ich sagen, da bin ich relativ, glaube ich, auch forsch zur Sache gegangen und hatte da keinerlei Berührungsängste mehr dann durch die Bergwacht. Die nächsten Monate werden für Caro viele Veränderungen bringen. Doch auch wenn die junge Ärztin ihr Ehrenamt zurückstellen muss, ihre Freundschaften bei der Bergwacht werden bleiben.